Aber ich glaube nur noch ein oder zwei. Ja, komm schon, geh kaputt. So, das haben wir nicht. Aha, verfehlt. Na, komm schon. Kleiner Mann. Nee, der auch nicht. Ah, jetzt schauen wir mal bei dem Bäumling vorbei, ob das da geht. So. 4 von 6. Boah. Ich hoffe, die beiden droppen jetzt. Und nicht so elendig lang wie bei den anderen. Ah, der droppt nix. Aber der sollte droppen. Hoffe ich zumindest. Auch nicht. Ach nee, komm mal, ey, muss ich die jetzt alle platt machen hier? Ich meine, gut, das gibt Erfahrung, ne? Wir sind jetzt gleich schon bei 10 und haben 5 von 6 Feature freigeschaltet. Spezialisierung. Ding. Aber ich will jetzt noch mal so ein Dings hier haben. Ich brauche nämlich noch einen. Einen brauche ich noch, einen brauche ich noch. Da haben wir noch so ein Ding. Einen Bäumeling. Ja, das war ein kritischer. Huhu! Geilo! Super, 6 von 6 haben wir. Okay, dann gehen wir mal rüber. Jo, und jetzt, wie gesagt, haben wir Level 10. Und ich kann mal gerade gucken, Spezialisierung, was wollen wir denn mal machen? Arkanschaden manipuliert die Arkanenströme, um Feinde mit überwältigender Macht zu stören. Das ist eine Schadensklasse. Okay, also Magier sind alle Schadensklassen. Feuer setzt Feinde mit Feuerbällen und hochentzündlichen Flammen in Brand und Frost. Friert Feinde am Boden fest und er zerschmettert sie mit Frostenergie. Frostblitz. Arkanschlag. Also ich glaube, ich habe vorher habe ich immer Feuer und Frost genommen. Ich glaube, ich nehme mal Arkan. Oder soll ich Feuer nehmen? Pyroschlag, Einäschern. Ich weiß nicht genau. Arkan. Ich nehme mal Arkan. Finde ich cool. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Okay. Spezialisierung wählen. Ach so, das war es schon, oder was? Kann ich jetzt noch gar nicht. Warte mal. N. Ja, wird mit Stufe. F ja. Ach so, ich kann jetzt noch gar nichts machen, oder was? Moment, muss mal gerade gucken. Arkanschlag. Ah, hier habe ich was. Überzieht einen Gegner mit Energie und verursacht so 44,5% Arkanschaden. Blinzeln, Feuerschlag. Gegenzauber kontert das Zauberwirken des Gegners und verhindert so 6 Sekunden lang, dass ein Zauber dieser Art gewirkt werden kann. Ich zähle ihn jetzt einfach mal runter. Gegenzauber. Der ist passiv. Arkanschlag. Nee, Arkanaufladung. So, Arkanschlag. Dann nehme ich den auch noch mal mit rein.
Machen wir das mal so, ne? Probieren wir jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Wir können ja immer noch mal ändern. Wir können ja auch noch mal ummodeln, wenn wir wollen. Aber wir gehen jetzt erstmal rüber zum Denalan und bringen den Pups weg hier. Kann ich behilflich sein? Ja, wir haben die Bäumlingssamen mit dabei. Ihr habt sie. Das ist gut. Ich hoffe, dass mich eine sorgfältige Untersuchung verstehen lassen kann, woher die Verderbnis der Bäumlinge kommt. Ich werde diese Samen in einer speziell vorbereiteten Erde einpflanzen. Ich glaube, aus den Samen werden Bäumlinge wachsen, die viel sanftmütiger sind. Vielleicht könnt ihr euch später das Ergebnis ansehen. Runkelrübe. Würdet ihr wohl eines der Samenkörner, die ihr mir besorgt habt, meinem Freund Relian Grünwipfel bringen? Er ist ein Druide, der sich bei der Hütte am Quell aufhält, und bei unserem letzten Gespräch machte er deutlich, dass er an meiner Arbeit mit den Bäumlingen interessiert sei. Er hatte selbst ein paar Ideen und würde sich über ein Exemplar dieser Samenkörner sicherlich freuen. Danke, Runkelrübe. Ihr wart mir eine große Hilfe. Ich hoffe, dass ich euch eines Tages die Früchte meiner Arbeit zeigen kann. Die Hütte am Quell ist an der Straße, die in westlicher Richtung aus Dolanar hinausführt, auf dem Weg nach Damnassus. Seid vorsichtig. Da, jetzt bringen wir erstmal den smaragdgrünen Traubenfänger zurück. Und da gehen wir hier rum. Mal kurz an den Jungs hier vorbei. Da können wir die nämlich auch schon mal abgeben. Haben wir hier noch irgendwas Spezielles? Nee. Den Nachtsäbler will ich jetzt eigentlich nicht. Dem will ich eigentlich nicht vor die Füße laufen. Dem auch nicht. Naja. Geh mir nicht um den Sack. Spackobär. So. Genau, bringen wir einmal den Traumfänger zurück. Und dann können wir auch weiter schon auf der Straße nach Danassus. Jetzt laufen wir ihm hier mal gerade unter die Füße. Hilfe. Genau. Wir haben den Traumfänger dabei. Mein smaragdgrüner Traumfänger ist mir äußerst wichtig. Er ist ein Geschenk, das nicht jedem zuteil wird. Danke, dass Sie ihn zurückgebracht habt. Jo, bitte, bitte. Ja, was haben wir hier noch? Was ist das? Speis und Trank. Erste Hilfe. Priester. Ja, ich weiß ja nicht, kann ich irgendwo auf einen Lehrer zurückgreifen, eventuell. Handwerkswaren, Gemischtwaren. Ich gehe mal gerade hier und verkaufe ein bisschen was. Schwupps, der ganze Scheiß weg. Das kann ich verkaufen. Und jetzt gehe ich mal gerade hier hoch, um zu gucken, ob ich hier noch irgendwelche Leutchen habe, die mir irgendwas beibringen können. Oder waren die auf der anderen Seite? Kann natürlich auch sein, ne? Gehen wir gerade hier in die Hütte rein. So, da haben wir Humanoid und Schildwache. Das war's. Okay, dann können wir auch wieder runterflitzen. Hier oben ist also nichts Brisantes. Gehen wir wieder raus und runter. Schwupps. Und gehen mal kurz hier auf die Seite. Was war denn hier nochmal? Haben wir hier noch irgendwas? Das ist die Bogenmacherin. Aber hier haben wir nichts, ne? Oder? Das sind alles Händler. Haben wir hier noch irgendwie einen Lehrer? Ja, nö, Gastwirt. Haben wir hier noch was?
Nö, außer Betten. Okay. Dann. Hier war auch nichts. War hier hinten denn noch was? Haben wir hier irgendwie Magielehrer? Ja, den haben wir hinten. Ah, guck mal, ich habe hier ja noch eine Quest, ey. Jetzt fast übersehen. Ich bin ganz Ohr. Die Bürde der Kaldorei. Ihr müsst nun den Mondbrunnen unter den Ästen des Orakelbaums im fernen Nordwesten aufsuchen. Er ist der erste und mächtigste unserer Brunnen und das heißt von seinem Wasser, es enthalte die Essenz von Eluns Macht. Er nimmt eine Fiole des Wassers und kehrt zu mir zurück. Geht in Bing. Frieden. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir zum Grünwipfel und die Wegelager der Knarzklau müssen wir da hinten umbringen. Und da ist die gefüllte Fiole. Okay, da müssen wir sowieso da hinten rum. Jo. Ja, dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir machen hier nochmal Schluss. Ich begebe mich nochmal eben auf den Weg dahin. Oder ich gehe schon mal dahin. Also ich gehe schon mal dahin. Wir gehen schon mal dahin. Ne? Und dann gucken wir uns das mal an. Also hier oben sind die Wegelagerer der Knarzklauen. Die müssen wir auf jeden Fall umbringen. Da laufen wir jetzt schon mal in die Richtung. Aber jetzt warten wir gerade. Ah, okay. Alles klar. Ja, na, können wir. Ich habe gedacht, ich hätte noch was vergessen, aber ne, das ist alles gut. Alles gut, alles gut. Jetzt laufen wir erstmal hier rüber. Und in den nächsten Folgen machen wir dann auch unsere Berufe, ne? Wen haben wir hier? Da kommen wir erst später hin. Wegelagerer der Knarzklau müssen wir, glaube ich, hier hoch. Genau, hier kriegen wir später auch nochmal eine Quest. Ah ja, genau, da sind sie ja. Dann bleiben wir eben mal hier bei den Mädels stehen. Na, die beschützen uns ja. Bleiben wir mal eben hier stehen. Gucken nochmal eben hier rein. Kann ich den? Ich kann da noch nix dingsen, ne? Also ich habe ja jetzt erlernt. Ah. Vielleicht werde ich auch noch mal umswitchen, wenn ich merke, dass das nicht so cool ist mit dem Dings, mit dem Arkan. Aber ich lasse das jetzt erstmal so. Genau, und jetzt würde ich sagen, bevor wir hier uns die Knarzklauen-Wegelagerer vorknöpfen, mache ich jetzt erstmal eine kurze Pause. Also, bis später. Tschüssi.